Hallo, ich bin der Eugen. Ich wohne in Deggendorf. Das ist jetzt die sechste Vipassana, die ich leite. Diese Vipassana war für mich erstaunlicherweise besonders ruhig. Normalerweise erlebe ich bei der Vipassana auch ganz viele Dinge, auch als Yogalehrer. Ich muss mich auch so meinen Schwächen stellen, bestimmten Emotionen stellen, an denen ich arbeiten muss. Dieses Mal, wie gesagt, war alles ruhig, harmonisch, für mich sogar ungewohnt. Die Gruppe hat sich auch so ein spezielle zusammengefunden. Vielleicht liegt es auch an der Gruppe. Die Gruppe war speziell auch in sich geschlossen, auch harmonisch. Und das führt dazu, dass es auch Spaß macht, mit so einer Gruppe zu arbeiten. Es sind überraschenderweise sehr viele Fragen gekommen in den Abendstunden, die ich gern beantwortet habe. Also normalerweise kommen weniger Fragen oder einfachere Fragen, wie ich das aus den letzten Vipassanas kenne. Und dieses Mal war es sogar ein bisschen was Besonderes, auch für mich. Also speziell, was ich an Input an euch weitergeben konnte, an Techniken, so an speziellen Sachen, die wohl vielleicht nicht ganz in der Vipassana drin sind, in den klassischen Varianten. Dennoch, wenn es sein muss, wenn von euch dieser Impuls kommt zur Aufnahme, dann fließt das und dann bekommt ihr das auch. Jeder so viel, wie ihr hier mitnehmen kann und mittragen kann. Natürlich wird es auch noch eine Zeit auf euch wirken, ein paar Tage oder ein paar Wochen, dass man das verarbeitet. Es kann sein, dass ihr in den nächsten Tagen auch müde seid als sonst, weil die innere Transformation stattfindet, die sehr, sehr tiefen psychischen Schichten sich verändern, transformieren. Dafür braucht der Körper Energie, entzieht dann aus diese Energie aus dem physischen Körper. Deshalb ist der Bedarf an ein bisschen mehr Schlaf, ein bisschen mehr Ruhe und Rückzug. Das kann schon sein in den nächsten Tagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht euch nochmal zurück, verdaut es nochmal richtig, wenn ihr die Möglichkeit habt. Hallo, ich bin Natalia, ich komme aus Deggendorf und ich habe die Atemkonzentration angeleitet und war auch in der Küche zusammen mit Mariana. Es war sehr spannend, also es war eine große Aufgabe für mich und ich war auch innerlich ziemlich aufgeregt und hatte auch mit so Selbstzweifeln und solchen Sachen auch zu kämpfen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich viel gelernt habe und es war sehr einfach interessant und auch total erfüllend, mit der ganzen Gruppe zu meditieren, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ihr euch richtig anstrengt und auch als Gruppe euch auch haltet, so gegenseitig und dass jeder sich unterstützt. Und das konnte ich, indem ich vorne gesessen bin, nochmal wirklich spüren, dass ihr euch wirklich sehr angestrengt habt. Das war echt auch eine wirklich tolle Erfahrung für mich, auch mit euch dann zu meditieren. Und auch in der Küche, ja, war spannend. Da kann man auch viel lernen. Vielen Dank euch allen auf jeden Fall zusammen für die Erfahrung. Und passt auf euch auf die nächste Zeit, beobachtet euch weiter und ja, seid nicht, es ist immer wieder einfach ein Prozess, diese ganze Vipassana ist so ein Anfang. Das ist dann nicht so, dass man irgendwie nach Hause kommt und alle Probleme sind gelöst. Manchmal hat man das Gefühl, oder ich hatte manchmal auch das Gefühl, ich komme nach Hause und alles ist wunderbar und jetzt meistens kommt man dann schnell wieder in den Alltag. Aber in manchen Situationen werdet ihr vielleicht merken, dass ihr hier eine Erfahrung gemacht habt, die wichtig für euch war und die ihr dann wieder nutzen könnt. Und ja, ich glaube, so ist das Leben, dass es einfach auf und ab geht. Und alles Gute euch. Ich heiße Simone, wohne in Fürth bei Nürnberg, bin das zweite Mal da, auch im Frühling. Also es ist ganz andere Jahreszeit. Es stimmt wirklich, dass sowohl die Rauhnächte als auch der Schnee dazu beigetragen hat, dass man sich mehr einigelt oder noch mehr gedämpft von der Außenwelt ist. Es gefällt mir sehr gut, an mir selbst zu arbeiten, was sehr wichtig ist. Immerhin schon in der Mitte des Lebens angekommen. So viel Zeit habe ich nicht mehr.
Ja, ihr seid sehr Yin und Yang. Also der Eugen treibt einen in ungeahnte Fähigkeiten und Höhen, die man nie vermuten hätte können, dass ich solche Dinge vor 5 Tagen geschafft hätte. Also das ist wahnsinnig wichtig, dass man jemand hat, der einen reintreibt. Also ja, es ist nicht immer angenehm, aber es ist genau die Kombination zwischen Härte und trotzdem eine, ja, sehr verständnisvolle oder ja, auch von beiden sehr liebevolle Art, mit dem Körper umzugehen. Also nicht urteilen, nicht verurteilen, sondern einfach schauen, was geht und was nicht geht, geht halt nicht. Ja, und bei der, oh Gott, jetzt habe ich einen Blackout, Natalia, dieses unheimlich sanfte, geduldige, liebevolle, auch sehr, sehr, ja, auch irgendwo ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Dieses schon auch konsequente, aber sehr, ja, weibliche Art, das rüberzubringen. Hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Dank auch an euch beide wegen der Küche und ja, insgesamt, ja, bin ich stolz auf alle. Danke. Hallo, ich bin die Alla, komme aus Regensburg. Seitdem ich 30 bin, passiert mit mir was. Und das merke ich, spüre ich. Und ich habe schon vor langer Zeit davon gehört, von so Schweigen. Nicht, dass es auch meditiert wird und so. Ich dachte, man schweigt nur 7 Tage, 10 Tage, keine Ahnung. Und dann habe ich von meiner Freundin Olga gehört, dass das jetzt stattfindet. Und ich bin dir so dankbar, dass du mich angeschrieben hast. Genau. Ich bin hergekommen, ich dachte, ich werde auch nicht lesen, ich werde nur schweigen und ich werde nur mein Tagebuch schreiben. Dann habe ich ein Buch hier gefunden. Ich habe es durchgelesen, das, ich konnte nicht schreiben. Das hat mir so viel gegeben, auch hätte ich nicht gedacht. Und der erste Tag, wie jemand geschrieben hat, Film im Kopf. Katastrophe. Ich dachte, das wird jetzt 7 Tage, 5 Tage so dauern. Aber ab jeden Tag ist es besser geworden. Und auf 2 von 3 meiner Fragen habe ich Antworten bekommen. Komischerweise, eine war beim Gehen. Das ist einfach auf mich zugeflogen. Ich bin froh, wirklich. Also wirklich super. Und Essen war lecker und alles war lecker. Und auch was ihr gesagt habt und wie ihr das gesagt habt, Eugen, wie viel du weißt und wie du das erzählst, das beeindruckt einen wirklich. Und Nathalie, du hast wahrscheinlich von dir geredet und hast halt wahrscheinlich nichts gedacht, aber du hast mich zum Weinen gebracht. Ich habe mich gespürt und das war wirklich, wirklich toll. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin die Ingrid, ich bin aus Schaufling. Ich bin das erste Mal bei Vipassana. Und also ich kann das ja auch nur jedem empfehlen, der was mit den Gedanken damit spielt, an so etwas teilzunehmen. Genau, es ist wirklich was Schönes. Und habe auch sehr viel gelernt. Bin eigentlich an die Sache rangegangen, ganz ohne Erwartungen. Und ohne Fragen hatte halt im Vorfeld die normalen Lebensfragen, was jeder Mensch so hat, wurden erstaunlicherweise alle gelöst. Wirklich sehr viel erlebt. Und auch bei der Gehmeditation war auch echt eine schöne Zeit, auch mit dem vielen Schnee. Ja, und das Essen war lecker. Und ja, man kann echt ganz viel mitnehmen fürs Leben. Danke. Hallo, ich bin die Katharina, ich komme aus Hennersberg. Also ich habe hier auch keine Erwartungen gesetzt, weil ich einfach so bin, dass ich alles, was ich bekomme, ist für meine Entwicklung gut. Und ja, so schweigen, ich rede für mein Leben gern. Man hat gemerkt, das ist mir schwer gefallen. Die Worte platzen so aus mir raus, unbewusst. Nee, es hat wahnsinnig gut getan, dieser Lärm, das habe ich ja geschrieben, das war Wahnsinn, wie am ersten Tag, dieser Lärm im Kopf. Ich habe Augen zugemacht und ich habe realistische Leute gespürt, gesehen, das war, ich dachte mir, oh mein Gott, ich war in so einem Trance-Zustand, wo Leute so um mich herum geredet haben, das war so ein Lärm im Kopf. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so einen Lärm habe. Und dadurch, dass es einfach zu viel war, ich habe Migräne gehabt und ich dachte mir, oh mein Gott, noch ein paar Tage und ja, toll. Migräne hatte ich schon lange nicht. Aber am nächsten Tag, ich bin aufgewacht und ich war so gleich bei der Meditation in der Früh. Ich habe
es war Ruhe. Und ich habe meine Gedanken bei der Gehmeditation, für mich war das Spazieren. Bei der Gehmeditation habe ich meine Gedanken sortiert. Ich habe einen Gedanken nach dem anderen zu Ende gedacht. Ich habe gesagt, okay, du bist jetzt fertig, bleib weg, ich brauche dich jetzt nicht. Du bist erledigt. Und so habe ich Ruhe in meinen Kopf reingekriegt. Was noch war, wo ich gesagt habe, dass ich Angst habe im Dunkeln. Und ich muss sagen, alleine bei der Vorstellung in der Dunkelheit, egal mit Taschenlampe oder nicht, alleine rauszugehen, hat bei mir Panik ausgelöst. Und du, Eugen, hast eigentlich die richtigen Worte gefunden. Ja, man muss sich der Angst stellen, man muss auch das ein bisschen von der Seite betrachten. Und ich bin wirklich am ersten Tag bin ich im Wald gegangen. Ich dachte, wow, schön, aber so im Dunkeln, nee. Aber im zweiten, und ich bin dann auf der Straße gegangen, das hat mir nicht so gut gefallen. Und dann am zweiten Tag bin ich bewusst die Wege von im Wald abgegangen, dass ich mir dachte, ich will mich nicht verlaufen, ich werde mich der Herausforderung stellen. Was mache ich in der Nacht? Ich gehe dann zum Wald. Bei mir kommt diese Angst, diese Panik, am liebsten so flüchten, weglaufen. Aber ich dachte mir, nein. Es ist nur mein Kopf, es sind nur die Horrorfilme, die ich gesehen habe. Nein, es ist einfach nur der Kopf, der einem da was vormacht. Es ist nichts da. Okay, ich habe ein Reh am Tag gesehen, dann wusste ich, es sind sehr viele Tierspuren, es sind Reh, es sind Häschen, ansonsten nichts Gefährliches da und alles andere ist nur in meinem Kopf. Und ich habe die Angst nicht weggedrückt oder verdrängt, ich habe sie angenommen. Und bewusst so ein bisschen geschaukelt und gesagt, du bist bei mir, ist okay, aber ich brauche das nicht. Und ich habe mich auf positiv und ich dachte mir, ich bin so ein guter Mensch, ich habe so viele tolle Sachen erlebt, mir kann nichts Schlechtes passieren. Und wenn, dann dient es meiner Entwicklung. Oh ja, nee, also das erste Mal bin ich den Wald durchgegangen, es war schön, es war wirklich die Panik in mir, die teilweise sehr schrecklich war. Am zweiten Abend, wo ich das gemacht habe, habe ich keine Angst mehr gehabt. Also es war wirklich so, ich bin ruhig gegangen, es war wunderschön. Gestern hatten wir tagsüber sehr viel Schnee, der noch locker war, der so schön von den Bäumen gefallen ist. Also es war wunderbar. Am Abend ist der Schnee nass geworden und der ist so puh, runtergefallen. Und gestern habe ich mir vorgenommen, dass ich ganze Stunde im Wald verbringe. Also nicht nur diese 20 Minuten durchgehe oder 15 Minuten, sondern komplett die ganze Zeit im Wald verbringe. Und ich habe das durchgehalten. Es war natürlich ein bisschen gruselig, wenn der Schnee so und dann ständig da Geräusche und hier Geräusche. Aber es ist schön. Und was ganz toll war, ich habe mich auf dem Hinweg, aber bewusst auch auf dem Rückweg, einfach in den Schnee reingelegt und Licht aus, Taschenlampe ausgemacht und das genossen. Diese Ruhe. Okay, wenn der Himmel noch voller Sterne wäre, wäre es perfekt gewesen. Aber das war schön, einfach mal ja, das zu erleben. Und was ich vergessen habe zu sagen, beim ersten Mal im Wald, ich wollte mich nicht verlaufen, aber ich habe mich verlaufen. Ich bin irgendwie ganz am anderen Ende vom in anderem Dorf gelandet, aber ich habe die Ruhe in mir bewahrt und ja, es war wirklich eine tolle Erfahrung, auch jetzt diese Angst nicht mehr zu haben, weil die hat mich sehr lange begleitet, diese Angst im Dunkeln, was da ist und so weiter. Ich habe zwar ein Stück schon diese Angst gelöst gehabt davor, aber das war jetzt das endgültige Lösen. Dankeschön dafür, das war wirklich toll. Was noch gut war, einfach diese Gedanken zu sortieren und ja, diese innere Ruhe. Ich muss sagen, Meditation, Atem 2 Stunden ist brutal lang. Ich weiß nicht, ob alle da so durchgehalten haben. Also es ist gut, wenn ich 30-40% gemacht habe, die anderen 60-70% war ich in meiner Welt. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, dann sortiere ich halt mein Leben. Das hat auch gut getan, mal in Ruhe drüber alles nachzudenken. Auch von dir ein Buch, das Gesetz der Resonanz, das hat mich so begeistert, das hat wirklich mein ganzes Wissen bisher, was ich erlebt habe, wo ich immer noch stückchenweise was hatte, kompakt gemacht. Also wow, unglaublich, wirklich auch. Dankeschön dafür. Im Großen und Ganzen, ich bin froh, dass ich hier gewesen
bin oder immer noch bin, auch dank Olga, die treibende Kraft bei uns, und war wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich so schnell das nochmal machen werde und überhaupt, aber ich freue mich auch auf diese Nachwirkung, die dann kommt. Und Dankeschön. Hallo, ich heiße Natalia, ich bin aus Nürnberg gekommen. Das ist meine dritte Vipassana. Ich wusste im Grunde genommen, was auf mich erwartet, und war ungeduldig, schneller zu fahren. Und ich nach meiner Möglichkeit versuche, in Wirklichkeit zweimal im Jahr zu machen. Ich empfehle allen, die mich vielleicht hören, eventuell. Ja, und es ist so schön, wieder Schülerin zu sein. Vielen Dank für deine hervorragenden Yogastunden und alle Tipps. Ich würde sagen, dass wir waren alle wie bei Mama im Bauch so behütet. Mhm. Ja, und hat mir viel gebracht, deine kleine Bemerkung, Natascha, in der Küche. Ich habe gefragt, wie kannst du unterrichten und kochen? Ich koche auch zu Hause, auch unterrichte, aber auf einmal, du hast gesagt, einfach mache ich. Und mit diesem Satz, ich habe mich lange beschäftigt, weil ich hätte sofort in Panik geritten. Das und das, wie ich schaffe, das und 10 Leute zu führen und 12 Leute noch. Ich möchte sehr viele Sachen in meinen Alltag integrieren. Ich möchte diese Miete meine nicht verlieren, weil Alltag macht manchmal verrückt. Ich bin hin erschöpft und einfach durcheinander gekommen. Das ist ein großes Geschenk, von am Anfang des Jahres das zu machen. Richtig guter Start. Ja, ich wünsche euch viel Kraft, weiter uns zu führen. Und ich möchte die ganze Gruppe bedanken. Wir haben nur ein paar Wörter gewechselt am ersten Tag. Aber ohne zu wissen, wie es geht oder Hallo zu sagen, das war wie eine Familie. Ja, ich bin orientierungsbehindert sozusagen. Im Wald verlaufe ich immer, wenn ich mit Leuten gehe, alle wollen nach rechts und ich nach links. Ganz deutlich. Dann muss man 180 Grad nach meinem Wunsch, gegen meinen Wunsch. Und ich war mutig, neue Wege zu finden. Einmal habe ich mich verlaufen. Und dann denke ich, ich war ganz ruhig, egal. Nur dann alle verstehen das, wenn ich nach 4 Stunden komme. Ja, aber denke ich, wenn ich jemanden treffe, wie kann ich fragen? Ich möchte nicht meine Gelübde gegen meine Gelübde stoßen. Ich denke, vielleicht schreibe auf dem Schnee was. Ich weiß gar kein Papier. Und plötzlich geht ein Mann. Und ich schon war bereit zu schweigen, zu schreiben. Das war Karl. Ja, und ich habe gefragt. Und ich war so wieder behütet. So einfach. Das war so schön. Ja, und meine, bei der zweiten Vipassana, das war 10 Tage, ja, und alle meine, weiß ich nicht, Erleuchterung oder was, Wissen, habe ich bei Gehmeditation meistens gekriegt. Und dieses Mal war auch von Freitag auf Samstag am Abend das richtig eine Antwort auf meine Frage. Hier will ich Simone bedanken, davor wir sind zusammengegangen, weil ich wollte in den Wald mit jemandem, ich wollte nicht mich in der Dunkelheit verlaufen. Simone hat gesagt, wir können ohne Licht, ohne, wie heißt das? Taschenlampe, ja, genau. Und am nächsten Tag ohne Taschenlampe, das war genau dieser große Himmel, endlose. Und ich habe ganz deutlich gespürt, da sind wir alle göttlich. Und das ist alles nur eins. Vielen Dank allen. Und ja, und weiter dabei bleiben. Und ich denke, wir sehen uns nochmal. Oder geistlich, wir haben uns sicher schon gesehen. Ja, Namaste. Mein Name ist Karl-Josef Biller.
Und ich bin nicht nur das erste Mal in der Vipassana, sondern ich bin allgemein ein richtiger Anfänger. Also ich bin hier wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen und wollte sowas aber schon wirklich sehr, sehr lange machen. Bin auf meinen Asienreisen ja viel mit den Shaolin und dieser Kultur und dem Buddhismus zusammengekommen. Hab's aber leider aus beruflichen Gründen nie geschafft, beziehungsweise mir auch nie die Zeit genommen dafür, also für so eine Art Auszeit. Und ja, mein Grund, warum ich das eigentlich gemacht habe oder dann doch sehr, sehr spontan eingestiegen bin für einen Kollegen, war eigentlich ein anderer. Ich habe in den letzten 5-6 Jahren sehr, sehr viel gearbeitet und mehrere Prozesse des Rauchen, Aufhörens und wieder Anfangens durchlebt und habe es jetzt seit 1,5 Jahren geschafft aufzuhören, habe aber dementsprechend nochmal richtig Gewicht draufgepackt und Übergewicht. Und das war natürlich in den ersten Tagen, war das brutal. Also ich hätte mich am liebsten selbst umgebracht, weil ich solche Schmerzen hatte, also in den Knien, und ich wusste nicht, was ich machen soll. Habe es dann aber geschafft über Technik, habe dann versucht, die Technik auszubauen und war zum Glück seit Weihnachten schon im Fitnessstudio. Sonst glaube ich, wäre ich nach dem zweiten Tag irgendwie, hätte ich abgebrochen oder genau, weil es nicht gegangen wäre. Dann habe ich aber eine Geschichte gelesen in dem Buch, also über die Shaolin. Es geht alles vorbei, und es war sehr spannend. Und dann habe ich gesagt, es geht auch vorbei und das ziehst du jetzt einfach durch und machst es bis zum Schluss. Und ja, die Quintessenz ist also, es hat mir sehr, sehr viel gebracht für mein eigenes Leben. Ich habe eigentlich gedacht, ich kenne mich mit Ernährungskonzepten und so weiter aus, aber wurde jetzt nochmal eines Neuen belehrt und hier nochmal richtig auf die Spur gebracht und werde das ja versuchen, in den nächsten Jahren so dementsprechend durchzuziehen. Und vielen Dank für die mentale Kraft, für die Ausführungen, für die Erklärungen, für das Training, was sehr, sehr gut war, für die Atemkonzentration. Hier war es mir besonders hart. Hätte ich mehrmals einschlafen können, aber habe mich immer wieder zum Glück zurückgeholt. Zur Meditation, also wie gesagt, ich bin noch nicht lange in dem Yoga, aber denke, konnte gerade in der Bildmeditation sehr, sehr viel für mich gewinnen. Vielen Dank auch für das Bild, werde ich behalten und in Zukunft auch nutzen. Und denke auch, in der Meditation das eine oder andere gefunden zu haben, das man sich hier erwartet, und werde auch das versuchen, in den nächsten Jahren auch weiter durchzuführen. Bleibt nur noch eins zu sagen: Vielen Dank für die Umsetzung, für das tolle Programm, habe ich ja Mitte der Vipassana schon mal gesagt. Gefällt mir sehr gut oder hat mir sehr gut gefallen. Werde ich bestimmt wieder mal machen, wenn es die Zeit hergibt, oder gerade jetzt im Jahreswechsel ist es immer sehr günstig. Könnte mir vorstellen, da nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Und kann allen, die das jetzt hören, nur empfehlen, das auch mal zu machen. Vielen Dank. Hallo, ich bin die Olga. Ich komme aus Plattling. Mir hat das jetzt sehr, sehr gut getan. Ich habe davor keine großen Erwartungen gemacht. Ich wollte jetzt ein bisschen dem Alltag entfliehen und mich selber mehr spüren. Das ist leider in heutiger Zeit, vor allem wenn man Kinder hat und arbeiten gehen muss und sonst noch allen Erledigungen nachgehen und eine sehr gute Mutter und sonst noch was sein will, ist natürlich schwierig, dann Zeit für sich zu finden, weil man ist wie so tickende, einfach möchte man am Ball bleiben und nichts vernachlässigen, aber im gleichen Zug vernachlässigt man sich selber. Und ich habe die ersten Tage sehr genossen, mich zurückzuziehen, und bin da so richtig zurückgefahren, habe da auch noch nicht viel verarbeitet, beziehungsweise ich habe einfach nur diese Stille genossen. Und die Tage waren auch sehr schläfrig und sehr müde und wie in so einem Schleier irgendwie. Und so nach dem dritten Tag haben es angefangen, die Gedanken sich zu
ja, klar zu werden. Ich habe dann auf einmal so viele Träume gekriegt und so viel, so bunt und so viel. Normalerweise, ich beschäftige mich sehr mit den Träumen und verarbeite so meinen Alltag und ich träume sonst auch viel. Aber das war einfach, da war ich überfordert. Ich habe dann gar nicht mehr in mein Traumtagebuch reingeschrieben, weil es war so viel und so bunt und emotionlos einfach nur. Da war ich überfordert. Und ja, also ich merke einfach, wenn man gereinigt wird, wenn man aus der Stadt oder in die Natur reinkommt, was da so alles frei wird und es tut gut, sich selber wieder zu spüren. Und es war zwar hart teilweise, vor allem die ersten paar Tage, da stößt man an seine Grenzen, aber das ist auch schön, weil man spürt sich selber, sowohl körperlich als auch geistlich. Und das ist ein schönes Gefühl, sich einfach mal wirklich selber zu spüren. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, mal im Leben eine Vipassana durchzumachen. Ich habe viele Menschen um mich herum. Ich sehe viele Probleme und vieles Leiden. Und einige Probleme würden sich leicht lösen, wenn man nur sich selber mehr spüren würde, wenn man mehr zu sich selber kommen würde, dann ja, würden, glaube ich, 99% der Probleme sich auflösen, weil der Verstand, der einem im Alltag so viel vorspielt und vormacht, man ist sich selber das nicht bewusst. Erst hier kann man die Erfahrung machen, den Verstand das wahrzunehmen und merkt, wer im Grunde im Alltag die Kontrolle über einen hat. Und ja, jetzt bin ich gestärkt und fühle mich gut. Ich möchte euch ein riesen Dankeschön sagen. Ihr seid ein echt tolles Team. Ihr habt alle sehr gut vorbereitet. Man sieht einfach die Erfahrung, die dahinter steckt. Ihr habt immer gewusst, intuitiv, was wir jetzt gerade brauchen in dem Moment. Am dritten Tag, finde ich, war es gut, dass es ein bisschen ruhiger war, wo die Mitte war, dass ja auch Yoga ruhiger war und alles ein bisschen entspannter war, weil irgendwie glaube ich wirklich, dass da so Mittelpunkt, also das war sehr gut gewählt, dass es genau in der Mitte war. Und also ihr seid toll, macht's weiter so und bringt vielen weiteren Leuten so positive Eindrücke und Gefühle. Und auch dem Küchenpersonal, dem Marianne, möchte ich riesen Dank sagen, weil ich konnte mich leider in diesen Tagen nicht bedanken. Nicht wirklich, auch nicht per Blickkontakt. Deswegen, ich schätze sehr, oder wir alle, dass du dir Zeit genommen hast, extra rauszukommen, für uns alle zu kochen. Und dir natürlich, Nathalie, dann auch extra neben deinen anderen Tätigkeiten. Das Essen hat auch sehr geschmeckt. Es war sehr gut gewählt, abwechslungsreich. Da möchte ich auch einiges in meinen Alltag mit reinbringen. Genau, also war echt sehr, sehr toll. Ich heiße Thomas, bin aus Deggendorf und auch Schüler in der Yogaschule Minz, also beim Eugen, der auch die Vipassana geleitet hat. Mit 36 Lebensjahren hat es mich jetzt das erste Mal zu einem Retreat, im Speziellen jetzt zu dieser Vipassana für 5 Tage, geführt, am Anfang des Jahres, des neuen Jahres. Und ich muss sagen, mein Feedback mache ich vielleicht ein bisschen anders. So wie die Bäume, die denken nicht an das, was vergangen war oder das, was in der Zukunft liegt, sondern denken eigentlich nur an das Hier und Jetzt. Das Jahr jetzt für mich hat so gut begonnen und so erfolgreich begonnen wie eigentlich noch nie, weil ich, wenn ich jetzt nach Hause fahre, ein viel größeres Gepäck dabei habe, als wie ich hierher gebracht habe, und ein immaterielles Gepäck, was ich dabei habe,
aus vielen Erfahrungen und Erkenntnissen. Es war einerseits anstrengend, aber andererseits bin ich entspannt und voller Energie gerade in dem Moment und könnte unzählige Liegestützen machen, körperlich gut drauf. Es war eine schöne Erkenntnis in den Schneewanderungen, deswegen freue ich mich auf die nächsten Schneewanderungen, die ich machen werde. Und was mir viel geholfen hat und was ich mitnehmen werde, sind diese Antworten auf Fragen, die ich vor dieser Vipassana hatte. Die Fragen oder beziehungsweise die Antworten habe ich in meinem Gepäck und nicht nur die Antworten, sondern auch die Art und Weise, wie ich sie rangehen möchte an die Lösung. Und was ich auch gelernt habe in diesen Tagen, das eigentlich Wichtigste, wie man seine Gedanken besser kontrolliert. Natürlich klappt es jetzt aktuell noch nicht immer und perfekt, aber es klappt wesentlich besser, als wie es im letzten Jahr oder davor war. Und wie man oder wie ich wieder mit meinem Praktiker Kontakt aufnehmen kann. Es war unglaublich schön, als ich diesen Kontakt hatte und Dialog führen konnte. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als immer wieder dann an diesen Ort zurückzukehren. Und es war eine so schöne Erfahrung, dass ich sogar vor ein paar Tagen Tränen bekommen habe. Und das spüre ich jetzt aktuell in meinem jetzigen Zustand immer noch, wie es mich beeinflusst. Und da habe ich nicht nur für mein Gepäck, das ich jetzt mitnehme, diese Antworten bekommen und auch die Werkzeuge, sondern auch Werkzeuge, wie man besser praktizieren kann. Und kombiniere das mit dem Wissen, was ich jetzt hier aus diesem Raum mitgenommen habe, auch durch die Unterstützung von euch allen, weil es viel geholfen hat, wenn es ganz ruhig war und man gespürt hat, dass jeder das gleiche Bestreben hat und das reißt einen dann selber immer noch mit. Und ich freue mich, wenn ich wieder an diesen schönen Ort zurückkehren kann. Ich werde das so machen wie der Specht im Wald. Der geht an die verschiedenen Bäume und pickt dann rum auf der Suche nach Würmern oder irgendwelchen Käfern, ohne dass er weiß, wo er diese findet. Aber er probiert es einfach an einem Baum. Und wenn er da nichts findet, dann probiert er es am nächsten immer. Sein Ziel im Auge, ohne dass er groß schimpft, nörgelt, irgendwie sich an anderen Dingen stört. Er hat immer sein Ziel im Auge und genauso werde ich es die kommende Zeit anpacken und weiß im jetzigen Zustand, dass ich dann viel mehr Ruhe und Energie habe, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist so das Wichtigste. Danke an die Küche, dass ihr immer bestrebt wart, uns zu unterstützen und mich im Speziellen, weil ich ja ein bisschen andere Anforderungen hatte. Und danke an Eugen, dass du uns so gut beraten hast und auch auf die ganzen Fragen eingegangen bist. Das war auch sehr wichtig, dass das offen gestaltet war, dass es nicht irgendwie ein fester Vortrag war, sondern wirklich auf konkret die Sachen, die uns berühren, die uns interessieren, eingegangen wurde. Und ich wünsche allen zusammen, die in dem Raum sind, ein gutes neues Jahr und dass das ein guter, erfolgreicher Auftakt war und wir was draus machen. Danke für die tollen Feedbacks, für eure Eindrücke. Das motiviert uns natürlich auch ungemein, dran zu bleiben und weiterzumachen. Das war ja speziell so gewählt, dass wir das Jahr mal versuchen so zu starten, gleich mit einer Vipassana. Für mich ist das auch das erste Mal, speziell ob ich jetzt mitmache oder eine leite, gleich zu Anfang des Jahres.
Es hat mich auch gefreut, dass so rege Anmeldungen da waren, dass das Zuspruch gefunden hat. Ich war mir nicht so sicher, ob das schon so früh stattfindet, gleich nach der Neujahrsfeier und so. Aber wir bleiben dran. Wir werden jetzt dieses Jahr mindestens noch eine, ich hoffe zwei, Vipassanas durchführen. Noch ein Wort zu dem, was Olga gesagt hat. Sie hat gesagt, sie meint, dass 95 oder 99% aller Probleme gelöst werden würden durch die Vipassana. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass Buddha Shakyamuni dieses System an die Menschheit weitergegeben hat, um eben dadurch mittels der Vipassana sich vom Leid zu befreien. Also das ist eins der Wege. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich hat er die Methode ein bisschen anders weitergegeben. Wie gesagt, das wurde über die Jahrtausende ein bisschen, sozusagen, korrigiert, verändert und modifiziert. Aber der Sinn sollte der gleiche bleiben, dass man in Selbstbeobachtung versinkt für einige paar Tage und so sich von bestimmten Sachen befreit. Also das ist schon eine gute Sache. Egal, ob man Yoga macht oder nicht man macht, egal wie alt man ist oder jung man ist. Ich habe letztes Jahr gehabt, da die Jüngste, glaube ich, war 17 oder 18, die ist mit der Mama gekommen. Deine Mama war gleichzeitig dabei. Also da gibt es speziell keine Grenzen. Ja, wenn jemand aus altersbedingt oder krankheitsbedingt nicht normal sitzen kann, kann einen Stuhl nehmen. Wir hatten bei einer Vipassana jemand dabei mit deinem ganz eingegipsten Bein und mit Krücken. Und der hat es trotzdem durchgezogen mit den Krücken und hat sich auch bestimmte Vorrichtungen gebaut zum Sitzen. Die einzigen Hindernisse, die sind alle im Kopf, die sind im Geist.